Es war einer dieser Tage, die weder schnell noch langsam verlaufen. Ich saß in meiner Detektei im rheinländischen Chicago und ließ die Gangster und Ganoven ihr Unwesen treiben. Als ich plötzlich das Klacken verdammt hoher Schuhe vor meiner Tür hörte und die Luft geschwängert war von einem Parfum, so süß und stark, dass es einfach giftig sein musste. Bist du 35? Mag sein. Wollen Sie vielleicht was trinken? Ein Bourbon für eine Frau Ihres Kalibers? Gibst du Wodka? Hab ich gehört, bist du Detektiv. Und wenn? Hab ich gehört, bist du bester Detektiv. Findest du Leute? Findest du für mich Coco? Constanze W. Wer ist das? Ist Lehrerin. Muss ich finden. Ich muss sie sehen. Kein Problem, habe ich überwacht. Der Fall wirkte eigentlich nicht sehr spektakulär. Ein junges Ding, das ausbricht und für eine Zeit verschwindet. Wahrscheinlich wollte sie nur mal den strengen Strukturen der Mädchenschule entkommen. Aber da war etwas an meiner Auftraggeberin, das mein Interesse für diesen Fall weckte. Wie konnten eine solche Frau und ein solches Mädchen miteinander in Verbindung stehen? Ich machte mich auf, mehr über Constanze W. herauszufinden. Sie sind also die Schulleiterin der Katy Perry Mädchenschule für strenge Sitten und Moral? Mhm. Constanze W. war bei Ihnen Lehrerin? Liederliche junge Ding. Diese Person. Alles stehen und liegen lassen hat sie und dann war sie einfach weg. Wissen Sie, den Mädchen Zucht und Ordnung beizubringen, ist harte Arbeit. Da bedarf es guten Vorbild. So wie mir. Die Frau W., die war nicht sehr tugendhaft. Diese Lippen haben Sie die gesehen. Rot wie die Sünde selbst. Zuletzt hat sie mit den Kindern die Cooper-Krise durchgenommen. Vermutlich ist sie einfach durchgebrannt. Sie hatte schon so etwas Halbseidenes. Mit diesem Künstler, ja, mit dem ist sie vermutlich durchgebrannt, ja. Ein Künstler? Ihr Lebensgefährte? Lebensgefährte, Gefährte. Wohl eher ein Gefährte für Gewisses. Sie wissen, was ich meine. Skandalöse Bilder waren das, die er da gemalt hat. Wie hieß der Mann denn noch? Laurent. Laurentien, ja, so hieß er. Ja. Vielen Dank. Das war's dann, ja. Vielen Dank. Den selbsternannten Künstler zu finden, war ein leichtes Unterfangen, da dieser Paradiesvogel stadtbekannt war. Sein Atelier war eine Wiese am Rhein. Vielleicht wüsste er etwas. Coco, oui. Coco, Coco, Coco. Coco ist mein Muse. Ich male ein Porträt von Coco. Es wird mein Meisterwerk. Coco, das sind sinnliche Locken. Überall. Das ist diese rote, volle Busch. Coco, ich weiß nicht, wie soll ich bestehen als Künstler ohne meine Muse? Aber ich weiß, Coco ging zu einem Medium. Madame Sossis. Sie hat gelegt Coco
eine Orakel aus Würst. Und Goko, wenn sie zurückkam von die Madame, sie immer hat gerochen so lecker nach Saucisson. Nun gut, wenn man diesem französischen Hampelmann Glauben schenken konnte, würde also diese Wahrsagerin, Madame Saucisse, vielleicht etwas Licht ins Dunkel bringen können. Moment. Wer sind Sie? Meine Identität spielt keine Rolle. Unterlassen Sie einfach Ihre Nachforschung im Fall Constanze W. Es wird ein böses Ende mit Ihnen nehmen. Madame Saucisse zu finden, gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht. Letztendlich fand ich sie im Hinterzimmer einer Metzgerei. Ich sehe einen Mann mit ganz, ganz viel Geld. Und ich sehe einen Mann ohne ganz viel Geld. Und ich sehe Coco. Coco. Zwischen zwei Männern und spüre große, große Hitze. Und die Pluto-Position befindet sich im Sextil. Und sie zeigt auf Laterne. Die Wahrsagerin wusste mehr, als sie sagte. Doch ich hatte genug gehört. Ich erinnerte mich an die Aussage der Schuldirektorin, dass Constanze immer schon etwas Halbseidenes an sich gehabt hätte. Ich wusste sofort, wer mir jetzt weiterhelfen konnte. Für dich immer noch, Shakira Chantal. Was willst du, Tracy? Wir laufen die Geschäfte. Das geht dich nichts an. Was hast du hier zu suchen? Pass auf. Kennst du diese Frau? Das Flitzchen. In meinem Revier. Der zieht die Schaumlippen lang. Roswitha, kennst du sie oder nicht? Das kommt auf den Preis an. Ich hab noch was gut bei dir. Nein, ich kenne sie nicht. Und ich kenne alle Muschis in dieser Stadt. Die Spur endete hier. Ich überließ Roswitha wieder ihren zahlreichen Verehrern und machte mich auf den Weg. Bevor ich ergebnislos in meine Detektei zurückkehrte, wollte ich mir noch etwas Erfrischendes holen, um meinen Frust zu ertränken. Ich würde mir später 1 bis 5 Glas Cuba Libre gönnen. Doch das Schicksal schien es nicht gut mit mir zu meinen. Ich war zum Spielball politischer Intrigen geworden. Jetzt war mir klar, warum Anastasia Romanova wollte, dass ich Constanze für sie finde. Und auch der Unbekannte mit der Waffe passte ins Bild. Natürlich Romanovas Gegenspieler,